Bochum. Menschliche und medizinische Versorgung von über 380.000 Bewohnern gewährleistet die Holdinggesellschaft Katholisches Klinikum Bochum seit 2004. Sie ist Träger von allein 4 Krankenhäusern. Die St. Josef und St. Elisabeth GmbH ist Klinikum der Ruhr-Universität Bochum mit überregionaler Bedeutung. Mit zu diesem Verbund zählt auch das St. Maria-Hilfkrankenhaus in Bochum-Gerte. Mit Geriatrie und Venenzentrum bietet es 2 zusätzlich einzigartige Schwerpunkte. So wie die Klinik Plankenstein in Hattingen. Über die Regelversorgung hinaus haben die Menschen in der Region hier eine Klinik für Naturheilkunde. Modernste Diagnoseverfahren, ein außerordentliches operatives Leistungsspektrum für sämtliche fachspezifischen Kliniken, ein hochkarätiges Ärzteteam, das nach fortschrittlichen medizinischen Maßstäben handelt, auf langjährigen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann und sich an Lehre und Forschung der Ruhr-Universität Bochum maßgeblich beteiligt. Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich einstehen für menschliche Zuwendung und ein christliches Leitbild. Neben all dem Fachwissen, was natürlich selbstverständlich ist, gehört Empathie für den Patienten dazu. Also zugewandt zu sein und sich in den Patienten hineinversetzen zu können. Wir fördern die Gesundheit der Menschen und sind engagiertes Mitglied im Aktionsbündnis Patientensicherheit. Wir schulen Fachkräfte in eigenen Ausbildungsstätten, denn die Mitarbeiter sind unsere Basis. Menschen aus der Region Bochum, wir sind für Sie da. Die Holdinggesellschaft Katholisches Klinikum Bochum. Das St. Josef Hospital Bochum gehört seit 1978 zum Verbund der Kliniken der Ruhr-Universität Bochum. Die Fachärzte beteiligen sich an der internationalen Forschung und bilden universitär den medizinischen Nachwuchs von morgen mit aus. Die Kliniken und Fachabteilungen des St. Josef Hospitals sind ein wichtiger medizinischer Dienstleister und Arbeitgeber für die Menschen in der Region. Es gibt eigentlich nichts, was man in einem Krankenhaus nicht behandeln kann. Das St. Josef Hospital bietet eine Schwerpunktversorgung und in Kooperation mit den anderen 3 Krankenhäusern zusätzliche Fachabteilungen. Seit kurzer Zeit ist direkt am St. Josef Hospital das Josef Carré angesiedelt. Es beherbergt zahlreiche Facharztpraxen und viele verschiedene Dienstleister, wie zum Beispiel eine Apotheke, ein Sanitätshaus und vieles andere mehr. Erkrankt der Mensch an den inneren Organen, so führt sein Weg zu Chefarzt Professor Dr. Wolfgang Schmidt. Sämtliche Erkrankungen der Organe, von gutwilligen Polypen bis zu böswilligen Tumoren, können hier behandelt werden. Von der Speiseröhre bis zum Darm, von Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes bis zu Infektionserkrankungen wie HIV. Ziel ist immer eine menschliche Medizin, unter Einsatz modernster diagnostischer und therapeutischer Verfahren. Für Professor Dr. Schmidt und sein Team sind der direkte Kontakt und das Gespräch mit dem Patienten die Basis einer guten Behandlung. Man kann heute sagen, trotz aller technischer Errungenschaften liefert das ärztliche Gespräch 80% zu der richtigen Diagnose. Das heißt also einfach fragen, wo tut es weh, wie ist der Schmerzcharakter, wann hat es angefangen. Das sind ganz wichtige Fragen zur Anamnese, die dann den erfahrenen Arzt in die richtige Richtung der weiteren Abklärung bringen. Eine endoskopische Untersuchung, die ohne einen Schnitt, also nur über die Körperöffnungen stattfindet, kann in relativ kurzer Zeit und im schlafähnlichen Zustand des Patienten durchgeführt werden. Rund 8000 Patienten werden jährlich schonend und präzise untersucht. In der medizinischen Klinik 1 kann auch minimalinvasiv operiert werden. Durch kleine Schnitte werden über den Bauch die Instrumente eingeführt und so erkranktes Gewebe oder Tumore über den Bildschirm zielgenau entfernt. Die Behandlung dieser Erkrankung, die erfolgt immer bei uns im Team. Das heißt also, nicht ein einzelner Arzt entscheidet, was zu tun ist, sondern ein spezialisiertes Team aus Chirurg, aus Strahlentherapeuten, aus eben Onkologen, das sind wir, und auch aus weiteren Fachdisziplinen, soweit nötig.
Alle Kliniken greifen in der Vorsorge und Diagnostik auf die Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin zurück, die von Professor Dr. Udo Köster geleitet wird. Hier werden neben konventionellen Röntgendarstellungen auch bildgebende Diagnoseverfahren wie Magnetresonanztomographie angewendet. Ferner verfügt die Abteilung über einen hochmodernen Positronen-Emissionstomographen, kurz PET-CT. Zudem gibt es die Nuklearmedizin. Mithilfe einer scintigraphischen Untersuchung können Skelett, Schilddrüse, Lunge und auch Nieren, Herz und Gehirn digital dargestellt werden. Das ganze Spektrum strahlenempfindlicher Tumore kann in der Abteilung für Strahlentherapie von Professor Dr. Irenaeus Adamitz behandelt werden. Ob Brust, Unterleib, Hals, Prostata, Lymphe oder Darmerkrankung. Seit der Einrichtung der ersten Telekobalt-Therapieanlage im Ruhrgebiet von 1962 werden heute mittlerweile zwei hochmoderne Linearbeschleuniger und eine Afterloading-Bestrahlungsanlage betrieben. Eine fachübergreifende Zusammenarbeit wird im Interesse des Patienten auch unter den Kliniken praktiziert. Die Klinik der Chirurgie ist von ihrem Wortstamm her schon eine Wissenschaft des Handwerks. Als Universitätsklinikum bietet das St. Joseph Hospital eine Chirurgie der Maximalleistung. Professor Dr. Waldemar Uhl arbeitet seit Jahrzehnten als Chirurg. Diesen immer seltener gewordenen Erfahrungsschatz des Chirurgen nutzen Patienten aus ganz Deutschland. Denn ein erfahrener Chirurg ist die beste Sicherheit für eine erfolgreiche Behandlung und Operation. Ein guter Chirurg muss, denke ich, sehr viel operieren, weil Chirurgie ist reines Handwerk. Und man muss sehr viel in den Patientenangehörigen investieren, vor allem Zeit. Und nachher bei der Operation eben sich gut informieren vorher, was der Patient hat, damit man individuell für ihn eine Chirurgie anbietet. Bevor der Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie im OP tätig sein kann, ist auch er wiederum angewiesen auf die gute Vorarbeit der Anästhesisten. Für die minimalinvasive Operation benötigt der Patient eine allgemeine Anästhesie. Schritt für Schritt wird die Vollnarkose eingeleitet. Der Anästhesist begleitet den Patienten auf der gesamten Reise. Vor, während und nach der Operation. Er sorgt dafür, dass die Narkose durch die gesamte Zeit der Operation wirkt und der Kreislauf des Patienten stabil bleibt. Professor Uhl operiert minimalinvasiv. Durch kleine Schnitte in den Bauch kann er Instrumentarium und Kamera einführen und so den Bruch des Patienten an der Bauchwand faszinierend dokumentiert über den Bildschirm wegschneiden. Ein speziell beschichtetes Netz wird nun zur Stütze der Bauchwand einfach angetackert. Das Schöne ist natürlich bei dieser Operation, man sieht sofort den Erfolg und dem Patienten ist dadurch geholfen. Ein gemeinsamer Schwerpunkt der Chirurgie und Inneren, das Darm- und Pankreaszentrum. Hier gibt es fachspezifische Beratung zu Bauchspeicheldrüsenerkrankungen. Dazu zählt auch eine fundierte Diabetikerberatung nach einer OP bzw. ärztlich begleitete Ernährungsberatung. Die Universitätsklinik Orthopädie und Unfallchirurgie mit Chefarzt Prof. Dr. Christoph von Schulze-Pellengar ist fachlich sehr breit aufgestellt. Schwerpunkte sind Wirbelsäule, Endoprothetik von Schulter, Hüfte und Kniegelenk sowie Revisionsendoprothetik und Kinderorthopädie. Zu den Angeboten der Prävention und Rehabilitation bietet die Universitätsklinik ein vielseitiges Operationsprogramm. Bei dieser Operation, der Vertebroplastie, wird ein Patient von seinen Schulterschmerzen befreit. Dazu wird eine Zementierung angerührt, die der Chefarzt einführt. Über das Röntgenbild kontrolliert Professor von Schulze-Pellengar millimetergenau die Platzierung der Kanüle. Die Ärzte der Orthopädie und Unfallchirurgie sind so gut spezialisiert, dass sie gerade den Patienten helfen können, die woanders austherapiert wurden. Das gilt für die Endoprothetik von Schulter, Rücken und Knie, genauso wie für die Behandlung von konservativen Patienten.
Sie können sich vorstellen, dass viele Erkrankungen gar nicht mehr von einer Abteilung alleine gehandelt werden können und dass es dafür verschiedenes Expertenwissen bedarf, um die Patienten erfolgreich zu behandeln. Gerade die älteren Patienten haben ja meist nicht nur ein orthopädisches Problem, sondern auch noch ein internistisches Problem oder ein neurologisches Problem. Und wir sind in der guten Lage, dass wir gerade diese komplexen Behandlungen hier im Haus durchführen können. Besonders nach einem chirurgischen Eingriff ist eine professionelle rehabilitative Begleitung wichtig. Aus der Idee, das Know-how und die Erfahrungen aus dem Spitzensport mit universitärer Spitzenmedizin zu verbinden, entstand 2004 die Ruhrsport-Reha am St. Josef-Hospital. Die Ruhrsport-Reha ist im katholischen Klinikum für den stationären sowie für den ambulanten physiotherapeutischen Bereich zuständig. Wir arbeiten hier in einem großen professionellen Team von Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten und Sportwissenschaftlern zusammen. Wir begleiten nicht nur unsere Spitzensportler, sondern alle Patienten aus den verschiedenen Fachabteilungen im Sinne einer optimalen Rehabilitation. Expertenwissen und interdisziplinäre Zusammenarbeit bedarf es auch in der Klinik für Gefäßchirurgie von Professor Dr. Achim Mumme. Im katholischen Klinikum ist die Behandlung von Gefäßkranken organisiert in einem sogenannten Gefäßzentrum, ein zertifiziertes Gefäßzentrum, in dem alle Arztgruppen vorhanden sind, die man benötigt, um diese komplexen Gefäßerkrankungen behandeln zu können. Man braucht beispielsweise Diabetologen für Diabetiker, zur Behandlung von Diabetikern. Man benötigt Interventionalisten, also Katheterspezialisten, die mit feinen Kathetern Gefäßverschlüsse aufbohren können, aufdehnen können. Man benötigt natürlich auch den Gefäßchirurgen, der dann Bypässe legt oder der Gefäße ausschält. Schwerpunktmäßig werden komplizierte Krampfadern, Venenerkrankungen und Durchblutungsstörungen an Arm- und Beinarterien sowie der Halsschlagadern behandelt. Wir wollen, dass unsere Patienten ganz genau verstehen, was mit ihnen geschieht. Wenn ein Patient weiß, was mit ihm geschieht und warum es mit ihm geschehen soll, dann ist er meistens doch eher beruhigt. Wenn aber Unklarheiten bestehen, dann entstehen auch Ängste und Ängste wollen wir vermeiden. So kann zum Beispiel durch Vorsorge, wie hier durch den Ultraschall der Halsgefäße und eventuell rechtzeitige Operationen, einem drohenden Schlaganfall vorgebeugt werden. Notfallaufnahme im St. Josef-Hospital. Tägliche Pflicht und Leistung. In der zentralen Notaufnahme arbeitet ein erfahrenes und eingespieltes, interdisziplinäres Team Hand in Hand zusammen. Jeder weiß, was er zu tun hat. In einer akuten Notsituation kommt es darauf an, für jeden Patienten umgehend die richtige Diagnose zu stellen und die passende Erstversorgung einzuleiten. So kommt ein Patient mit Herzinfarktverdacht sofort in die Chest Pain Unit. Wird ein Herzinfarkt diagnostiziert, so muss bei dem Patienten schnellstmöglich eine Durchblutungsstörung behoben werden. Ich schaue, ob hier irgendwelche EKG-Veränderungen zu sehen sind. Aber ich kann Sie jetzt erstmal beruhigen, hier ist jetzt nichts Besorgniserregendes zu erkennen. Verschiedene Gerätetechniken werden zu Herzuntersuchungen eingesetzt. Mittels Ultraschall ist der Echograph, vor allem bei langjährigen Krankheiten, ein ideales Kontrollinstrument. Schmerzlos, risikolos und elegant einsetzbar. Kernstück der kardiologischen Diagnostik ist der Herzkatheter. Auch diese Untersuchung ist für den Patienten so gut wie schmerzfrei und geschieht bei vollem Bewusstsein. Der Herzkathetermessplatz ermöglicht die Darstellung der Herzkranzgefäße. So können eventuelle Durchblutungsstörungen im Bereich des Herzens exakt lokalisiert und gegebenenfalls in der gleichen Untersuchung repariert werden. Vorteil im St. Josef-Hospital: Der Herzkatheter ist Biplan. Der Vorteil einer Biplan-Anlage ist, dass zeitgleich aus zwei verschiedenen Richtungen geröntgt werden kann. Das heißt, mit einer Kontrastmittelgabe können wir zwei Bilder oder zwei Perspektiven gleichzeitig aufnehmen. Und das erspart uns dann die Anzahl an Kontrastmittelinjektionen. Dies ist besonders wichtig für Patienten, die vorbestehende Nierenfunktionsstörungen haben. Wenn das Nervensystem erkrankt ist, ist die Neurologie gefragt. Alle Krankheiten, die organische Ursachen haben, werden in diesem so wichtigen Klinikbereich des St. Josef-Hospitals diagnostiziert, operiert und therapiert.
Dazu zählen besondere Schwerpunkte mit überregionaler Bedeutung, wie Morbus Parkinson, Chorea-Huntington oder Multiple Sklerose. Die medizinische Versorgung neurologisch erkrankter Menschen erfordert nach Chefarzt Professor Dr. Ralf Gold ein multiprofessionelles Team. Als Patient fragt man sich sicherlich, wenn man die Entscheidungsmöglichkeit hat, in welches Krankenhaus man geht und wo man sich behandeln lässt, warum in das eine, warum eher in das andere. Bei vielen Erkrankungen, auch in der Neurologie, ist ein Zusammenarbeiten mit Fachverbünden wichtig, weil man nur so komplexe, also vielgestaltige Schädigungsmechanismen erfasst. Wir haben ein neurovaskuläres Zentrum gegründet, bei dem der Kardiologe, Herzspezialist, der Gefäßchirurg, aber auch der Röntgenarzt, der Neuroradiologe gleichsam mit uns zusammenarbeiten, um in dem komplexen Thema Schlaganfall, das uns mit unserem allgemeinen Älterwerden und der Älterwerden der Bevölkerung immer mehr betrifft, besonders gut und auf sehr hohem Niveau gerecht zu werden. Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am St. Josef-Hospital ist erste Anlaufstation für alle Kinder und deren Erziehungsberechtigten aus dem Raum Bochum. Ob leicht oder schwer erkrankt, jedes Kind kann hier behandelt werden. Der Umgang mit den kleinen Patienten erfordert viel Erfahrung und ein besonderes Einfühlungsvermögen. Das Besondere an Kinderheilkunde ist, dass man bei Kindern immer mit einem sehr schutzbefohlenen Patienten arbeitet, der natürlich nicht einem mitteilen kann, was für Probleme er hat oder wo es genau drückt, sondern dass oft kleine Kinder, Säuglinge, Neugeborene natürlich unsere Patienten sind, die zum Teil schwer krank sind, zum Teil auch leicht krank sind, aber wo wir nie genau wissen am Anfang, was ist eigentlich das Problem. Oftmals müssen wir über die Anamnese, das heißt das Gespräch mit den Eltern, uns dem Patienten nähern. Wir müssen mit der Mutter erstmal gründlich besprechen, was in der Vergangenheit für Probleme waren, was jetzt akut für Probleme auftauchen. Das Kind ist oftmals nur dabei, hat hohes Fieber oder weint, aber wird uns nicht genau mitteilen können, was für Probleme es hat. Es werden Kinder vom Zeitpunkt der Geburt bis zum Ende ihrer körperlichen Reife betreut. Schwerpunkte sind Lungenkrankheiten, Allergologie, Abwehrschwäche, Magen- und Darmerkrankungen, Entwicklungsstörungen und Sozialpädiatrie. Mit einer neonatologischen Intensivstation im Schwesterkrankenhaus St. Elisabeth Hospital können sogar Risikoneugeborene rund um die Uhr von einem Kinderarzt versorgt werden. Wir haben im Jahre 2009 das Zentrum für Rheumatologie und Autoimmunkrankheiten in enger Absprache mit der Dermatologischen Klinik des Hauses gegründet. Hier arbeiten Spezialisten verschiedener Fachdisziplinen zusammen, um das gesamte Spektrum der Autoimmunkrankheiten frühzeitig diagnostizieren und behandeln zu können. Ich selber vertrete den Bereich der internistischen Rheumatologie, wo ebenfalls ein multiprofessionelles Team daran arbeitet, das gesamte Spektrum der rheumatischen Erkrankungen, also der Gelenk- und Weichteilerkrankungen, die möglicherweise entzündlich oder degenerativ bedingt sind, frühzeitig erkennen und adäquat behandeln zu können, um ein Fortschreiten der Erkrankung mit allen negativen Folgen für die Patienten möglichst zu vermeiden. Frühzeitig erkannt und behandelt, lassen sich viele Symptome und der Verlauf rheumatischer Erkrankungen deutlich abmildern und die Lebensqualität der Betroffenen spürbar verbessern. Bei der Diagnostik kann auf eine breite Palette apparativer und serologischer Diagnoseverfahren zurückgegriffen werden. Das Zentrum dient nicht nur der optimalen Behandlung einer komplexen Erkrankung, es dient auch als eine Anlaufstelle für die Patienten, um lange Wege und Doppeluntersuchungen zu vermeiden. 1911, von der Dermatologendynastie Fabry gegründet, gehört die Universitätshautklinik im St. Josef-Hospital zu einer der renommiertesten Kliniken bundesweit. Der für sein Engagement zur Früherkennung und Vorbeugung von Hautkrebs mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Professor Dr. Peter Altmaier ist Geschäftsführer des Katholischen Klinikums Bochum und Chefarzt der Klinik für Dermatologie und Allergologie. Hauterkrankungen betrifft ein relativ weites Feld von Erkrankungen. Das beginnt bei Hautkrebserkrankungen, schwarzer Hautkrebs, weißer Hautkrebs relativ häufig. Dann die Venenerkrankungen, also Krampfaderleiden. Schließlich die relativ seltene Erkrankung von Autoimmunerkrankungen und dann das große Feld der Allergien. In enger Kooperation mit niedergelassenen Dermatologen werden vom St. Josef-Hospital aus für das zentrale Ruhrgebiet
alle Bereiche der modernen dermatologischen und allergologischen Patientenversorgung angeboten. Von der elektronenmikroskopischen Untersuchung zur Diagnostik des Hautkrebses und anderer Hauterkrankungen bis zur Operation in der dermatologischen Ambulanz. Also so ein Studio für die meisten hellhäutigen Patienten würde ich das grundsätzlich ablehnen. Und das ist etwas, was in der Presse und auch bei den Menschen verstanden werden muss, dass es nicht sein kann, dass man eine Dauerbräune anstrebt, vor allen Dingen für hellhäutige Menschen, die blaue Augen haben und helle Haare haben. Die sollten diesem Ideal nicht nachstreben, denn dann gibt es einfach Dauerschäden und die sind teilweise fatal. Die operative Dermatologie befasst sich sowohl mit der chirurgischen Therapie von krankhaften Hautveränderungen sowie mit der chirurgischen Behandlung aus ästhetischen Gründen. Um alle Kompetenzen zu nutzen, arbeiten verschiedene Fachkräfte unter den Chefärzten Prof. Dr. Markus Stücker und Prof. Dr. Achim Mumme im Venenzentrum der Betriebsstätte Maria-Hilf-Krankenhaus. Die Interdisziplinarität kommt den Patienten besonders zugute. Das Venenzentrum wird getragen von der Klinik für Dermatologie und von der Klinik für Gefäßchirurgie. Dadurch ist es uns möglich, das gesamte Spektrum der Behandlungsmethoden anzubieten. So können wir Erkrankungen von der Besenreiser-Krampfader bis hin zum offenen Bein perfekt behandeln. Wir haben für die einzelnen Bereiche jeweils einen Spezialisten, einen Dermatologen oder einen Gefäßchirurgen, sodass sich wirklich jeder Patient optimal behandelt wissen kann. So werden Operationen durch Venenspezialisten der Gefäßchirurgie durchgeführt. Diagnostik und nicht schneidende Behandlungstechniken wie Verödung, Laser- oder Radiowellentherapie erfolgen durch die Venenspezialisten der Hautklinik. Wir bleiben im St. Maria Hilfkrankenhaus, denn hier in wunderschöner Lage befindet sich auch die Medizinische Klinik 4, eine Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation. Dem Patienten wird ein Rundumpaket angeboten. Von der medizinischen Diagnostik und Behandlung über vielseitige therapeutische, ergotherapeutische und mentale Übungen bis zur Hilfe in häuslichen und sozialen Angelegenheiten. Ziel ist immer, dass der Patient die bestmögliche Lebensqualität zurückgewinnt. In der Altersmedizin ist es normalerweise so, dass am Anfang, bevor wir mit der Behandlung starten, alle Therapeutengruppen und die Ärzte und die Pflege auf ihrem eigenen Gebiet die Diagnosen stellen. Das heißt, welche Probleme hat dieser Patient? Und diese Probleme tragen wir dann in einer wöchentlichen Teamsitzung zusammen, sortieren und sagen dann tatsächlich, was wollen wir in den nächsten 8 Tagen für diesen Patienten erreichen? Nach 8 Tagen in der nächsten Teamsitzung, wo alle zusammensitzen, wird das überprüft und wir korrigieren dann unsere Therapieplanung und das, was wir mit dem Patienten machen. Sodass wir sehr nah am Patienten sind und seine Vorstellung und seine Vorlieben Bestandteil unserer Therapieplanung ist. Altersmedizin und Frührehabilitation bedeutet also, sich für seinen Lebensabend die beste Versorgung und Mobilität zu ermöglichen. Das katholische Klinikum bietet übrigens auch einen eigenen ambulanten Pflegedienst an. Wir unterstützen unsere Patienten mit fachspezifisch ausgebildeten Pflegekräften. Sie sind die Basis der Versorgung, denn sie sind dem Patienten am nächsten. Für all unsere Patienten gibt es zudem den Sozialdienst und psychologische Angebote, die Seelsorge und in jedem Krankenhaus eine Kapelle. Heutiges Verständnis von Seelsorge ist, dass man die Menschen auch aufsucht und eben versucht, mit ihnen ja eine längere Zeit der Begleitung auch im Krankenhaus zu gewährleisten und eben nicht den Fokus setzt auf das Gebet und auf den lieben Gott, sondern auf das, was die Menschen bewegt hier. Und wenn dann es auf den lieben Gott zu sprechen kommt, ist auch gut, aber ist eben nicht zwingend notwendig. Sondern ich glaube, der liebe Gott ist automatisch dabei, auch wenn er nicht genannt wird.